Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall sehr und ja, heute mal zu einem Clash Royale Video. Ich habe selbst sehr lange nicht mehr Clash Royale gespielt und ja, wir sind jetzt mal wieder auf meinem Account hier. Ich habe jetzt letzte Tage wieder angefangen, ein bisschen gezockt. Sind jetzt ungefähr bei 4700 Trophäen. Ich bin letztens hier bei 4300 angefangen. Und ja. Mit dem letzten großen Update sind ja neue Sachen reingekommen. Hier die magischen Gegenstände. Die ganzen Sachen hier. Und ja. Da werden wir jetzt auf jeden Fall eine Menge Sachen von bekommen. Und zwar, weil es gibt natürlich hier den Pass Royal. Wir sind hier in Season 22, Packers Spielplatz. Und ja, ich habe mir den Pass Royal gekauft. Hab richtig viele Kronen gesammelt. Sind bis Stufe 35 durch. Und wir werden jetzt hier einmal den kompletten Pass Royal öffnen zusammen. Ich habe tatsächlich die ersten 5 Stufen vom Free Pass schon geöffnet. Und es ist jetzt richtig doof gelaufen. Ich habe leider keine Aufnahme laufen lassen. Ich habe tatsächlich in der zweiten, ich glaube tatsächlich hier, die zweite Truhe war es. Oder vielleicht sogar die erste. Hier, entweder die erste oder zweite Kronentruhe. Habe ich einfach eine Legendary gezogen. Und ja, deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass wir noch eine Legendary ziehen werden. Wäre auf jeden Fall krass, das wäre natürlich nice und so, aber ich gehe mal nicht davon aus. Auf der rechten Seite, also im Free Pass, bekommen wir halt meistens nur Truhen und ein paar Mal noch dazu ein paar Joker und Bücher. Und auf der linken Seite, also im Pass Royal, den man sich kaufen muss, gibt es nur Bücher und Joker und sowas. Gibt es alles Tauschmarken, Turmskin natürlich wieder. Emote auch hier, richtig cool. Und ja, was ich am coolsten finde oder am besten finde, sind auf jeden Fall jetzt hier in der neuen Season erstmal grundsätzlich, dass es Joker und sowas alles gibt, ist auf jeden Fall nice für Free-to-Play-Spieler natürlich, halt richtig nice. Oder zumindest für Leute wie mich, die nicht, keine Ahnung, 100 Euro in das Spiel reinballern, sondern nur mal ab und zu mal ein paar Euro. Zum Beispiel jetzt mit dem Pass Royal für 4,49. Halt hier so viele Joker und alles ist auf jeden Fall nice. Ich freue mich auf jeden Fall hier auf das Buch und auf das Buch. Und zwar wird es nämlich richtig nice für mein Deck. Ich habe nämlich in meinem Deck hier natürlich die Lakaien. Ich habe die auf Level 11. Die stehen jetzt kurz vor Level 12. Und was jetzt natürlich richtig nice wird, wenn ich die auf Level 12 dann habe, upgrade. Und dann nehme ich mir nämlich einfach das Buch hier. Und hol mir die direkt auf Level 13. Weil die Bücher machen ja alles, also immer machen direkt das nächste Level voll. Und die Bücher bringen natürlich grundsätzlich am meisten. Und wenn ich Bücher habe, werde ich die wahrscheinlich auch nur so benutzen von Level 12 auf Level 13. Zum Beispiel auch ein Legendary Buch. Das ist natürlich richtig krass. 20 legendäre Karten. Kann man natürlich zum Beispiel jetzt mit dem Buch hier auch machen. Das gilt natürlich für alle. Also das Buch hier gilt für alle Seltenheiten, also auch für Legendaries und so. Und ja, jetzt erstmal genug gelabert, schon viel zu viel gelabert wieder. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an, hoffen natürlich, dass wir viele Legendaries bekommen. Und ja, let's go! So, let's go. Wir fangen an. Erstmal 10.000 Gold. Nice. Und ja, als nächstes 100 mal Joker, gewöhnlicher Joker. Dann haben wir 20 mal einen seltenen Joker. Und dann direkt nochmal 10 mal einen epischen Joker. Ist schon mal richtig nice. Und wir machen direkt weiter. Wir bekommen einmal das Universalbuch. Alle Seltenheiten. Let's go. Wir machen weiter, wieder mal 100 seltene, gewöhnliche Joker. Und wir fangen an mit den Kronentruhen.
Das wird jetzt auf jeden Fall sehr viel Gold wieder. Und wie immer, ich hoffe natürlich auch noch eine Legendary hier. Keine Legendary, nice, Knall brauche ich. Ich hoffe natürlich auf Karten aus meinem Deck. Also gewöhnliche. Am besten Lakaien oder Knall. Und ihr seht ja halt, seltene Musketieren am besten. Legendaries. Bei Legendaries ist es mir eigentlich egal. Und bei den epischen am besten Ballon oder Pekka. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter. 20 mal seltener Joker wieder. Und wir machen weiter. Ein Truhenschlüssel. Und eine weitere Kronentruhe. 3 Gems. Und wir bekommen hier auch wieder einen Joker. Episch. Nice. Elektrogeist. Stärkewolde, Kobolfitte. Gut. 10-mal epischer Joker. Okay, Inventar ist voll. Ich glaube aber, ja, ihr seht zum Beispiel, ihr habt zwar ein Inventar von 20 epischen hier zum Beispiel, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch schon 21. Also wenn ihr euch die Sachen im Shop kauft oder aus dem Pass Royal bekommt, dann wird das sozusagen erweitert. Außer wenn ihr die aus Truhen zieht, dann bekommt ihr zum Beispiel im Gegenzug kein Gold oder so, sondern ihr bekommt im Gegenzug zum Beispiel, wenn ihr einen epischen, also episch voll habt, epische Joker, und ihr bekommt 2 epische Joker, dann bekommt ihr 2 epische Karten dafür. Okay, wir machen weiter. Let's go, seltener Joker, 12-mal, nice. Elite-Barbaren, Level 8, nice. Kobolde, Level 9, und einmal das Kobold-Pass, okay. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Gut, eine seltene Tauschmarke, nice. Und die nächste Kronentruhe. Wir wählen wieder. Gewöhnlicher Joker, der Bomber. Einmal Pekka, nice. Und 12-mal die Deppies. Wir machen weiter mit dem Turmskin. Let's go. Richtig nice. Gut, tun wir den noch direkt mal dran. Und wir machen direkt weiter. Nächste Kronentruhe. Gold, Juwelen. 27-mal gewöhnlicher Joker. Skelettdrachen, nice. Wieder mal Pekka, richtig nice. Und der Bombenturm. 10.000 Gold, auch ganz wichtig. 10-mal ein seltener Joker und eine weitere Kronentruhe. Juwelen. Nice, 48-mal gewöhnlicher Joker. Einmal die Kanone, was ist das denn? Ein einziges Mal die Kanone, wow. 14-mal Schneeball und 12-mal Schweinereiter, ist nice. Gut. 100-mal gewöhnlicher Joker. Kronentruhe, let's go. Also ich hoffe wirklich, dass wir noch eine Legendary ziehen. Wie gesagt, ich habe ja schon aus einer Truhe eine Legendary gezogen, aus der ersten oder zweiten Kronentruhe. Da habe ich leider nicht aufgenommen. Und ja, ich hoffe, wir kriegen auf jeden Fall nochmal eine Legendary. Wäre auf jeden Fall nice. Wir wählen Joker, Elektrogeist, Pfeile und einmal der Blitz. Nice. Geht in Richtung Level 10. Ah, okay, guck mal dann. Nicht alle Belohnungen passen in dein Inventar. Für magische Gegenstände in zufällige Karten umwandeln. Nee, das machen wir nicht. Pass auf, Leute, dann machen wir das mal ganz kurz. Dann machen wir das ganz kurz eben so. Dann geben wir hier eben ein paar von aus. Ich weiß nicht, sollen wir die auf Packer tun? Ach so. Ach so. Okay, ich würde sagen, wir machen die dann. Ja, ich will die eigentlich auf Packer machen. Also warte, wir graden eben den Packer ab für 8000. Level 10. Nice. Gut, dann machen wir die 21 eben auf den Packer. Let's go. Und so sieht das dann aus. Ist auf jeden Fall nice. Guck mal, jetzt haben wir schon 29 von 50 mal Packer. Das ist richtig geil. Und wir machen direkt weiter. Bekommen dann hier die 10 mal. Also ich würde das tatsächlich so machen, wie ich gerade dann auf die kann, die man will. Weil sonst bekommt ihr zufällige Karten, hätten wir jetzt bekommen sonst. Das ist natürlich jetzt nicht so nice. Weil dann weiß man, kann man natürlich nicht beeinflussen, was man bekommt. Einmal das Koboldfass. Nice. Und nochmal 12-mal Schweinereiter. Wir machen weiter 2-mal Truhenschlüssel. Also die Truhenschlüssel sind dafür da, dass ihr Truhen direkt aufmachen könnt. Zum Beispiel jetzt hier. Ich könnte jetzt hier bei der Goldtruhe, könnte ich hier klicken und dann auf Truhenschlüssel wählen. Und dann geht die direkt auf, ohne Juwelen auszugeben. 50-mal gewöhnlicher Joker. Und nächste Kronentruhe, let's go. Juwelen, nochmal gewöhnlicher Joker. Elektrogeist. 3-mal die Serpies und 10-mal Mini-Picker, nice. Wieder mal 100 gewöhnliche Joker. Nächste Kronentruhe, let's go. Komm,
Bitte gib mir jetzt zumindest noch ein Legendary in den ganzen Protonen. Nice. Epischer Joker. Einmal 16 mal Ritter. 46 mal Knall. Nice. Und 12 mal Feuerball. 20 mal seltener Joker. Nächste Kronentruhe. Komm, bitte Legendary. Bitte. Schade, einmal Dunkler Prinz. Und 13 mal der Mega Lakai. Nice. Level 8. 10 mal epischer Joker. Und wir haben wieder bei 21. Bedeutet, wir müssen jetzt gleich wieder eben hier ausgeben. Komm, komm. Schade. 62 mal Bomber. Und einmal der Jäger. Nice. Eine epische Tauschmarke. Und wir gehen eben hier und geben die mal eben kurz auf den Packer. Und das ist jetzt richtig geil. Let's go. Guckt euch das an. Einfach let's go Packer. Können wir auf Level 11 machen. Wir machen weiter. 5 mal epischer Joker. Und komm, Legendary. Gib mir eine Legendary. Gewöhnlicher Joker. Komm. Schade. Weiter geht's. Wir bekommen den exklusiven Emote. Gucken wir uns ganz schnell eben an. Da ist er. Der sieht auf jeden Fall nice aus. Den tun wir rein für den hier. So, machen wir weiter. Nächste Kronentruhe. Zweimal Juwelen. Nice, Juwelen gehen auch ein bisschen hoch. Seltener Joker. Kobold Gang, Elektrogeist und königliche Luftpost. Wir sind bei Level 21. Nice, haben noch ein paar Kronentruhen vor uns. Let's go, bitte. Nur einmal Legendary. Das wär einfach geil. Skelettdrachen. Elektrodrache 10 von 20, bald Level 10. 100 mal gewöhnliche Joker, haben wir jetzt auch bald voll. Dann einmal wieder Truhenschlüssel. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir die Truhenschlüssel voll haben. Kriegen wir dann irgendwie eine Truhe oder so? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Einmal X-Bogen. X-Bogen, ja, das ist jetzt nicht so nice. 20 mal seltener Joker. Und die nächste Kronentruhe. Komm, Legendary. Schon wieder einmal Kanone, Leute. Was ist das? Wir hatten gerade schon einmal nur Kanone und schon wieder der X-Bogen. Oh Gott. Dreimal Musketiere. Auch nice. Wir machen weiter. 10-mal epischer Joker. Und nächste Kronentruhe. Let's go. Komm, bitte. Legendary. Legendary. Einmal Baby Dragon. Nice. Und 13-mal der Mini-Packer geht damit. Oh, eine fehlt auf Level 8. Schade. Eine gewöhnliche Tauschmarke. 10-mal. Seltener Joker. Und komm, weiter geht's. Nice. Einmal epischer Joker. Elektrogeist. Fledermäuse und Kobelkäfig. Wir machen weiter. 100-mal gewöhnlicher Joker. Ist jetzt auch voll. Wir wählen. Seltener Joker einmal. Minenwerfer, Elixiersammler und Blitz. 10 von 20, auch bald auf Level 10. Seltener Joker. Kontrolle. Einmal eine Rocket. 61 mal Schneeball und einmal die Mauerbrecher damit auf Level 9. Nice. 10 mal epische Joker. Da müssen wir gleich dann auch wahrscheinlich wieder erstmal welche ausgeben. Und let's go. Okay, guckt, Leute, so sieht das dann aus, wenn wir die jetzt hier aus Truhen ziehen. Da ist jetzt so ein X und da bekommen wir jetzt nämlich gleich Kampf. Merkt euch das, 61 mal gewöhnlicher Joker. Inventar voll. Da seht ihr es. Und dafür bekommen wir jetzt zufällig ausgewählt 61 mal den Königsriesen. So, weiter mal Feuerball. Riese auf Level 9 ist nice. Einmal dunkler Platz. Wir bekommen eine legendäre Tauschmarke. Nice. Und wir kommen jetzt gleich zu den letzten 5 Leveln, zu den legendären Leveln. Nice. 62 mal Knall. Das ist nice. Und der einmal der Elektronen damit auf Level 7. Wir bekommen einmal die magische Münze. Die macht, dass man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel eine legendäre auf Level 13 machen will, dann kostet jetzt zum Beispiel 100.000 Gold und dann kann man die Münze einsetzen und spart dann halt 100.000 Gold. Das ist auch auf jeden Fall eine nice Sache. Oh, jetzt kommt wieder das hier. Dann machen wir mal ganz kurz. Weißt du, ich mache das jetzt
Ganz ehrlich, ich mach das jetzt eben auf die Lakaien. Ja, oder ich weiß nicht. Nee, ganz ehrlich, wir machen... Na komm, wir machen das auf Knall. 854 mal der Knall. Let's go. Ist damit auf 1054 schon die Hälfte geschafft. Weil die Lakaien, da habe ich nämlich einen anderen Plan. Die habe ich ja jetzt durch Tauschen und so kriege ich die jetzt bald auf Level 12. Und dann benutzen wir natürlich hier das Buch, um die auf Level 13 zu bringen. So, wir machen weiter. 50 mal gewöhnlicher Joker. Nächste Kronentro, komm bitte. Der Joker, Kobold Gang, Koboldfass. Noch einmal, dann ist es auf Level 9 und 12 mal die Flugmaschine. 10.000 Gold, nice. Nächste Kronentro, komm bitte. Gönn eine Legendary. Schade, Elektro-Riese. Und 12 mal Mini-Picker, damit auf Level 8. 100 mal gewöhnlicher Joker. Kronentro, jetzt gleich, komm. Nochmal Joker, Kobolde, Skelettfass und Mini-Picker nochmal. 20 mal seltener Joker, damit auch Inventar voll. Okay, nice. Ah, guck, da bekommen wir jetzt einmal die Mauerbrecher. Okay. 30 mal Schneeball, 32 mal Schneeball, 12 mal Grabstein. Okay. Gut, die sind voll. Bedeutet, wir müssen erstmal wieder hier rüber gehen. Was wollen wir? Balloon. So, let's go. Damit Balloon auch auf Level 10. Wir gehen wieder rüber, holen uns die 10 epischen Joker ab. Damit auch wieder Inventar voll. Und einmal der legendäre Joker. Da gibt es ein Inventar von 2. Das passt nämlich auch genau. 3 Juwelen. Let's go, wieder Joker. Wir bekommen Eisgolem, schade. Einmal den Grabstein, 61 Minenwerfer und einmal die Kanonenkarre, damit auf Level 8. Nice. Wir bekommen nochmal einmal einen legendären Joker, damit jetzt 2 von 2. Und als letztes noch einmal das Buch der Karten. 1 von 1 voll. Und das macht dann jetzt hier für meinen Plan ist das. Das macht dann die Karte komplett voll, also das nächste Level voll. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf Knall das setzen, dann würde ich direkt bis Level 12 kommen. Und ja, ich werde jetzt ich würde sagen, wir gucken mal eben. Ich weiß nicht, sollen wir den Packer jetzt upgraden? Also ich würde sagen, wir graden auf jeden Fall mal eben den Balloon schon mal ab. Auf Level 10, let's go. Nice. Und den Packer, ja, da warte ich erst nochmal, gucke ich hier. Ja, oder ein Level 11 Packer wäre schon nice, ne? Aber ich glaube, dafür verwende ich jetzt auch nicht die Münze 20.000. Also diese Münze und die Bücher halt, also hier. Das hier, also die ganzen Bücher hier. Das und so halt. Und die Münze, das lohnt sich eigentlich nur von Level 12 auf Level 13 halt. Und deswegen machen wir jetzt hier auch nochmal den Packer auf Level 11. Let's go, das ist schon stark. Packer Level 11 ist auf jeden Fall schon nice. Bringt mich auf jeden Fall schon mal sehr viel weiter. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben leider keine Legendary aus den Kronentruhen gezogen, aber naja, wir haben viele Joker und so bekommen. Und ganz ehrlich, ich finde das Update mit den Jokern auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet mit den Jokern und mit den magischen Gegenständen hier. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!